Hey Leute, schön, dass ihr vorbeischaut und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Das letzte Video ist ja nun schon ein wenig her und darum wurde es auch mal wieder Zeit für ein neues. Heute geht es darum, wie man einen Text mit Bildern hinterlegen kann. Zugegeben, das hier sieht jetzt nicht, ja, mega geil aus, aber primär geht es einfach um die Technik. Da könnt ihr dann coole Sachen draus machen. Das dauert vielleicht 5 Minuten, höchstens. Der Beweggrund für dieses Video ist folgender. In einer Anfängergruppe für Fotografie etc. auf Facebook hat einer oder eine, ich weiß es nicht mehr, eben solch ein Bild hochgeladen. Und da hat dann jemand geschrieben, hey, das sieht da total cool aus. Ich fange gerade erst mit Photoshop an. Könntest du mir vielleicht grob erklären, wie sowas geht? Und das wollte der Ersteller oder die Erstellerin, ist ja auch egal. Ja, einfach nicht erklären. Ja. Und sowas finde ich, ja, tut mir leid, scheiße. Naja, ist ja auch egal. Jetzt erkläre ich es halt und, aber ja, denkt dran, auch ihr habt sowas mal erklärt bekommen. Ja. Darum finde ich es schade, dass das Wissen nicht weitervermittelt wird. Auch ich erfinde das Rad jetzt nicht neu. Sowas gibt es schon zuhauf im Netz. Denkt mal drüber nach. So, genug gemeckert. Fangen wir an. Zunächst brauchen wir ein leeres Dokument. Darum schließe ich das hier mal. Und hier ist jetzt mein leeres Dokument. Die erste Ebene fülle ich mit Schwarz. Dazu gehe ich auf das Füllwerkzeug hier, wähle eine schwarze Vordergrundfarbe aus und mit einem Klick auf diese Arbeitsfläche hier, so, füllt sie sich nun schwarz. Und da dachte ich mir, damit das Ganze nicht zu langweilig aussieht, möchte ich einen Verlauf drüber legen. Also mache ich einen Rechtsklick auf das Füllwerkzeug hier und aktiviere das Verlaufswerkzeug. Wenn man hier oben jetzt draufklickt, kann man sich einen passenden Verlauf aussuchen. Ich entscheide mich, weil ich ja schon weiß, welches Bild ich gleich auf den Text lege, violett-orange. Für den habe ich mich jetzt einfach entschieden. Um diesen Verlauf auf die Arbeitsfläche zu bringen, erstelle ich eine neue Ebene. Dann ziehe ich mit gedrückter Shift-Taste den Verlauf von unten nach oben. Die Shift-Taste halte ich gedrückt, damit das Ganze nicht schief wird. Könnt ihr mal ausprobieren. Kommen wir zum Text. Da könnt ihr dann gleich natürlich reinschreiben, was ihr wollt. Ich nehme jetzt erstmal das Textwerkzeug und tippe Freie Hansestadt, sorry, Hansestadt Bremen einfach hier rein. Hansestadt Bremen. So, und das Ganze passe ich jetzt noch ein bisschen an. Ich setze das mal hier mittig, möglichst. So, so. Dann setze ich das hier nochmal mittig. Muss ich das nochmal ausrichten? Hätte ich gerade vielleicht von Anfang an machen sollen. So, die Schriftgröße hier mache ich ein bisschen kleiner. So, eben ganz grob, damit ihr mal seht, wie das geht. Hier setze ich ein bisschen größer. So. Und jetzt geht schon an das Bild. Dazu erstelle ich jetzt erstmal einen neuen Ordner und halte die Steuerungstaste gedrückt und klicke jetzt hier in den Ebenen auf dieses T, auf dieses Symbol der Textebene. Und jetzt erstellt Photoshop mir schon eine Auswahl von dem Text. Der eine oder andere hat jetzt vielleicht schon erraten, was jetzt kommt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich lege eine Maske auf den Ordner, ja. Warum auf den Ordner, werdet ihr gleich sehen. So, ich ziehe jetzt das Bild, welches ich gleich verwenden möchte, einfach hier in das Dokument und bestätige mit Enter. Und diese Bildebene, die ziehe ich jetzt erstmal in den Ordner. Und schon liegt das Bild genau auf dem Text. Das Tolle ist, wenn wir jetzt das Bild hier verschieben, dann bleibt die Maske quasi bestehen, weil sie hier genau auf dem Ordner liegt und nicht irgendwie auf dem Bild. Das heißt, es wird uns ermöglicht, dass wir den Text verschieben können oder auch transformieren oder was auch immer. Die Maske bleibt da, wo sie ist. So, damit der Text ein bisschen besser lesbar ist, füge ich vielleicht noch eine Kontur hinzu. Also doppelklicke ich hier einfach auf die Textebene, gehe auf Kontur und nehme jetzt hier meine Einstellung vor. Die passen bei mir jetzt schon, weil ich das vorher schon gemacht habe. Die Größe hatte ich jetzt zum Beispiel auf 2 Pixel.
die Position außen und eine Deckkraft von ja, knapp 20% und eine weiße Farbe. Und das Ganze bestätige ich jetzt einmal mit OK. Und jetzt kann man den Text auf jeden Fall schon ein kleines bisschen besser lesen. Und ich sage mal so, im Prinzip war es das jetzt schon. Ich könnte jetzt natürlich noch versuchen, das Bild etwas aufzuwerten. Um euch die Technik zu zeigen, hat das allerdings schon gereicht, ja. Aber ich probiere mal was aus. So aus dem Bauch heraus. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn ich dieses Bild, was ich jetzt auf den Text quasi gelegt habe, einfach mal dupliziere und das dann hier über den Verlauf lege? Das Bild vielleicht ein bisschen vergrößer. So. Und die Deckkraft reduziere, ich sag mal so auf 15% in etwa. Und ja, sieht irgendwie noch ein bisschen komisch aus, finde ich. Vielleicht aber noch eine Verlaufsumsetzung. Schauen wir mal. Ich klicke mal hier auf die Verlaufsumsetzung. Aktiviere jetzt erstmal eine Schnittmaske. Und wähle mir hier die Regenbogenmaske aus. Den Mischmodus setze ich mal auf Multiplizieren. So. Und gehe mit der Deckkraft etwas runter. 50% in etwa. Ich schaue hier nochmal. Spiele hier noch ein bisschen mit der Deckkraft herum. Ja, irgendwie so. Also die Verlaufsumsetzung ist kein Verlauf. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, aber wenn ich das jetzt erklären würde, das würde den Rahmen sprengen. Ja. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare, dann mache ich mal ein separates Video dazu. Naja, jedenfalls kennt ihr nun die Technik. Jetzt müsst ihr da nur noch ein bisschen noch herumexperimentieren. Ich habe das jetzt eben schnell auf die Schnelle gemacht, genau. Es geht vorrangig um die Technik. Darum würde ich sagen, das war es dann auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn das Bild an sich jetzt nicht ganz so schick ist, aber da kann man wesentlich mehr draus machen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und auch über ein Abo. So verpasst ihr dann keine weiteren Videos. Okay, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.